Ich darf einen weiteren tollen Menschen auf die Bühne bitten. Einen Menschen, der dafür gesorgt hat, dass Hunderttausende Beschäftigte in Deutschland und Zehntausende in Brandenburg ein besseres Leben führen können. Und auch einen Menschen, das wissen die meisten gar nicht, der ein Stück weit für Lohngleichheit von Mann und Frau gekämpft hat. Denn Verdi vertritt um einiges mehr Frauen als Männer. Hier ist der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Psoeske. Vielen Dank. Als Gewerkschafter und als Grüner seit Mitte der 80er Jahre sage ich, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Delegierte, es ist ja mit Händen zu greifen, dieser Parteitag steht ganz und gar im Zeichen der Landtagswahl. Einer Wahl, die in eine Zeit fällt, wo die Dynamik und die menschheitsbedrohende Wirkung des Klimawandels zunehmend in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Bewusstseins rückt und gleichzeitig, trotz Jahren guter konjunktureller Entwicklung, viele Menschen sich sorgen und sorgen müssen, ob ihre Rente mal ausreichen wird, um im Alter anständig über die Runden kommen zu können, sich sorgen, ob sie dann noch die Miete werden bezahlen können oder aus ihrer Wohnung raus müssen, sich sorgen, was wird, wenn sie pflegebedürftig werden sollten jetzt, wo Pflegebedürftige schon von Pflegeheimen abgewiesen werden, weil es an Fachkräften fehlt, und sich sorgen, ob es ihren Kindern angesichts um sich greifender Befristung von Arbeitsverhältnissen und angesichts der Probleme in unserem Bildungssystem womöglich schlechter gehen wird als ihren Eltern. Und dann werden wir Zeuge, wie auf der Rechten mit der AfD eine Partei an Boden gewinnt, die sich erkennbar radikalisiert und mit völkisch-nationalistischer Rhetorik die sozialen Probleme denen in die Schuhe schieben will, die zu uns geflüchtet sind. Vor Umverfolgung warnt, von Systemparteien und Systempresse schwadroniert, alles altes Nazi-Vokabular und davon spricht, dass die Gewerkschaften zu linken Kampftruppen verkommen seien. Kurz versucht, zu einem Andockpunkt zu werden für Unzufriedenheit, Kränkungen und das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Da wird ein Wir konstruiert, getreu dem bajuwarischen Motto, mir seien mir und die, das sind die anderen. Und das geht nicht zusammen, weil die könnten uns ja was wegnehmen. Und das kann ja wohl nicht sein, integriert doch erstmal uns. Was uns da vielfach begegnet ist, sozialer Protest nach rechts gewendet. Das ist die Gemengelage, wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. In dieser Lage gilt es, Antworten zu finden, was mit den Möglichkeiten der Landespolitik getan werden kann, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und gilt es, die Sorgen vieler Menschen ernst zu nehmen. Gilt es, die richtigen sozialpolitischen Akzente zu setzen und zugleich dem, was da von rechts an Verhetzung und an Menschenverachtung hochkriecht, entschieden entgegenzutreten. Die Grüne Partei setzt hier einen klaren Claim. Ökologisch, sozial, weltoffen. Das sind wir, das ist das, wofür wir stehen. Und, liebe Freundinnen und Freunde, das ist genau richtig. Tatsächlich präsentieren sich die Grünen damit als die Partei, die dem Klimawandel konsequent und mit großer Entschiedenheit begegnen will und zugleich für soziale Gerechtigkeit steht. Gleichzeitig beides zu sein, Partei für die Umwelt und Partei für soziale Gerechtigkeit, und das nicht erst für eine mehr oder weniger ferne Zukunft, sondern jetzt, jetzt für beides zu stehen, und zwar glaubwürdig. Und dies zugleich kulturell als der Antipode zur AfD, das schafft so derzeit keine andere Partei. Das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal der Grünen und ein echtes Plus für die Landtagswahl. Gut so.
Ich will an exemplarischen Punkten zeigen, warum diese Diagnose absolut gerechtfertigt ist. Beginnen wir, erstes Beispiel, mit der Energiepolitik. Ja, energiepolitisch brauchen wir den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Denn so, wie ihr richtig feststellt, Zitat, wenn wir nicht rasch und zielorientiert handeln, treibt uns die Klimakatastrophe in immer höherem Tempo und zunehmend irreversibel in die Krise. Auch in den Braunkohleregionen schafft deshalb ein klarer Ausstiegsfahrplan, verbunden mit verbindlich zugesagten Strukturhilfen, endlich Klarheit, wie es weitergehen kann. Zitat Ende. Nun, die Klarheit gibt es mittlerweile. Im Anschluss an die Kohlekommission, die ja mit einer einzigen Gegenstimme, die kam nicht von Ihnen, Herr Schellhuber, die kam von einer Bürgermeisterin aus Sachsen-Anhalt, der das alles viel zu weit ging. Oder Brandenburg, Entschuldigung. Also Klarheit gibt es mittlerweile, Ausstieg bis 2038, wenn möglich auch früher. Wobei beides verantwortungsvoll ist, voraussetzungsvoll ist, insbesondere im Hinblick auf die notwendige Synchronisierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien mit dem der Netze und hier insbesondere auch der Verteilnetze. Und Strukturhilfen gibt es auch. 17 Milliarden Euro für die Lausitz in Tranchen von jährlich 2 Milliarden Euro, 2/3 davon für Infrastrukturprojekte und das restliche Drittel, das soll in konkrete Projekte fließen, wie etwa wissenschaftliche Institute und Gründungszentren. Und das können und müssen wir sozialverträglich umsetzen. Die Grünen verweisen hier zu Recht darauf, dass die Tagebaufolgelandschaften noch für Jahre gut bezahlte Arbeitsplätze bedeuten und damit ein wichtiger Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels sind. Und ihr bekennt euch auch zu dem Ziel, die potenziell verschwindenden Industriearbeitsplätze in der Braunkohlewirtschaft durch vergleichbare Arbeitsplätze in Zukunftsindustrien zu ersetzen, auch um den direkt Betroffenen einen sozialverträglichen Umstieg zu ermöglichen. Gut, ihr sagt, ich zitiere, es ist richtig, für die Region diese Fachkräfte nicht zu verlieren, sondern ihnen vor Ort Entwicklungschancen zu bieten. Die meisten Beschäftigten aus der Braunkohleindustrie, Verfahrenstechniker zum Beispiel, Maschinenbauer, Mechatroniker sind nicht auf den Energieträger Braunkohle festgelegt und werden für die Transformation zur zukunftsfähigen Energieregion gebraucht. Zitat Ende. Ja. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, geht das zusammen mit der gewerkschaftlichen Seite an und nutzt die in der Region vorhandenen Kompetenzen entschlossen als Standortvorteil für die Ansiedlung von Anlagen und Ausrüstungsherstellern aus dem Bereich der Energiewende. Als Gewerkschafter sage ich, das ist der richtige Ansatz. Ihr schlagt vor, auch in Brandenburg zur Beratung von Bürgern und Unternehmen eine unabhängige Energieagentur zu bilden, so wie es sie in vielen anderen Bundesländern schon gibt. Richtig so. Und ihr stellt einen Lausitz-Steuerungskreis, ihr wollt einen Lausitz-Steuerungskreis einsetzen, um einen Masterplan für die zukünftige Entwicklung der Lausitz zu erarbeiten. Breit aufgestellt, mit Vertretern aus der Region, aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ich finde, das ist ein wirklich guter, ein zielführender Vorschlag, dem zu wünschen wäre, dass er möglichst schnell umgesetzt wird. Zweites Beispiel, Mobilität. Ihr wisst, das Auto alleine ist in Deutschland für 12% der CO2-Emissionen verantwortlich. Wenn wir darüber und wenn wir über Mobilität nicht reden, dann sind die Klimaziele nicht zu erreichen. Heute bevorzugen wir das Auto und diskriminieren die Bahn, den öffentlichen Nahverkehr und das Fahrrad. Vor diesem Hintergrund ist das in der Mobilitätsstrategie der Brandenburgischen Landesregierung formulierte Ziel, den Anteil des Umweltverbundes, also insbesondere von Rad und ÖPNV, an den zurückgelegten Wegen von 47% Stand 2008 auf 50% im Jahre 2030 zu erhöhen, in der Tat alles andere als ambitioniert. Ambitioniert ist dagegen, dass und wie die Grünen diesen Anteil bis 2030 auf 2/3 am gesamten Verkehrsvolumen steigern wollen.
Tatsächlich macht ihr dann im Wahlprogramm und dazu im Wahlprogramm eine ganze Reihe von klugen, attraktiven Umsetzungsvorschlägen. Mit unter anderem einem gemeinsamen Nahverkehrsplan mit Berlin, mit der Absicht, die vom Bund bereitgestellten Regionalisierungsmittel stufenweise komplett für den Schienenverkehr einzusetzen, der Absicht, den VBB zu einem allgemeinen Mobilitätsanbieter weiterzuentwickeln, mit einer neuen Zugart, dem Metropolexpress, mit der Initiative auf allen Strecken zwischen 5 und 22 Uhr wochentags mindestens einen Ein-Stunden-Tag vorzusehen und perspektivisch sehr günstige Monats- und Jahrestickets anzubieten, sowie das Fahrrad als gleichberechtigtes Fahrzeug neben dem Auto zu fördern. Für mich ist das ein überzeugendes Gesamtkonzept, so wie man sich das von der Umweltpartei Grüne wünscht und erhofft, liebe Freundinnen und Freunde. Von der Umwelt zur sozialen Gerechtigkeit. Auch hier will ich einige wenige Punkte hervorheben und mit der Wohnungspolitik beginnen. Droht der Mangel an bezahlbarem Wohnraum doch in vielen Regionen zu einem Megathema zu werden. Dass in Brandenburg allein zwischen 2012 und 2015 die Gesamtzahl aller Wohnungen mit Mietpreis und Belegungsbindungen um 30% abgenommen hat, ist ein Alarmsignal. Diese Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus darf, liebe Freundinnen und Freunde, nicht fortgesetzt werden. Deshalb setzt aus meiner Sicht die grüne Seite das richtige Signal, wenn sie das Landesprogramm für den sozialen Wohnungsbau im Bereich Neubau von Mietwohnungen deutlich aufstocken will. Und gut auch, dass die Gründung von Genossenschaften und Baugemeinschaften vorangetrieben werden soll. Es muss mehr sozialverträglicher Wohnraum mit tragbaren Mieten geschaffen werden und die Grünen gehen dabei konzeptionell in Vorleistung. Gut so, liebe Freundinnen und Freunde. Und gut auch, zweites Beispiel, was von den Grünen zur Verbesserung der frühkindlichen Bildung geplant ist. Die ersten Lebensjahre entscheiden ja in der Tat besonders stark über die Entwicklung eines Menschen. Deswegen brauchen wir gute Kitas und müssen sie entsprechend ausstatten. Ihr wollt an dieser Stelle sowohl in die Weiterentwicklung der Qualität und den Ausbau des Angebots als auch in die Beitragsfreiheit investieren. Wollt die Gruppengrößen senken und die Zahl der Kinder, die eine Fachkraft betreut, möglichst schnell auf die fachlich empfohlenen Relationen hin verbessern. Ihr wollt den Beruf mit guten Arbeitsbedingungen, besserer Entlohnung und interessanten Fortbildungsmöglichkeiten für junge Menschen attraktiver machen, die Kita-Finanzierung auf neue Füße stellen, die Ausbildung an den Fachschulen für Erzieherinnen kostenfrei gestalten und Ausbildungsvergütungen zahlen. Und das alles soll in einem Kita-Gesetz neu geregelt werden. Okay. Als Vorsitzender der Branchengewerkschaft, die für den Kita-Bereich zuständig ist, kann ich voller Überzeugung sagen, da habt ihr uns an eurer Seite. Und gerne gehen wir daran, das mit euch und den politisch Verantwortlichen im Lande zu konkretisieren und voranzubringen. Lasst uns dabei nur einer Sache bewusst bleiben. Ob Verbesserung der Qualität in den Einrichtungen oder Ausweitung der Beitragsfreiheit, beides wird den Fachkräftebedarf erhöhen und der ist heute schon der Engpassfaktor überhaupt. Fehlen bundesweit auch heute schon mehrere 10.000 Fachkräfte für die frühkindliche Bildung, sodass mancherorts Gruppen geschlossen werden müssen und Einrichtungen nicht eröffnen können. Ohne Attraktivierung der Ausbildung, ohne massive Aufstockung der Ausbildungskapazitäten, ohne Forcierung praxisintegrierter Ausbildung drohen wir gemeinsam in eine Sackgasse zu geraten. Das ist das Nadelöhr, durch das Qualitätsverbesserer wie Beitragsreduzierer hindurch müssen und auf das wir gemeinsam unser Augenmerk zuallererst richten müssen. Gerechtigkeit, liebe Freundinnen und Freunde, es gäbe noch vieles aus dem Programm, was hervorzuheben sich aus gewerkschaftlicher Sicht lohnen würde. Zum Beispiel, dass Programmieren schon spielerisch in der Kita gelernt werden und auch in der Grundschule auf dem Stundenplan stehen sollte. Ich finde das richtig gut. Dass ihr
die Grundmittel der Hochschulen aufstocken wollt, um diese weniger abhängig von Drittmitteln zu machen. Dass für dauerhaft anfallende Aufgaben unbefristete Stellen im akademischen Mittelbau vorgesehen sind. Und die öffentliche Hand zum Vorbild werden soll für gute Arbeit und in diesem Zusammenhang auf sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen verzichtet und die Beteiligungsrechte im Landespersonalvertretungsgesetz ausgebaut werden sollen. Und auch das ambulante und stationäre Angebot im Gesundheitswesen besser verzahnt werden und die Bereitschaft bekundet wird, die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen zu verbessern. All das ist wegweisend, liebe Freundinnen und Freunde. Gerechtigkeit. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Ich will mich aber nur auf einen Punkt noch einmal konzentrieren und der betrifft die Stärkung der Tarifbindung. Ihr wisst, Tarifverträge schützen. Das Entlohnungsniveau von Beschäftigten mit Tarifvertrag liegt in der Regel 10, 20, 30% über dem nicht tarifgebundener Beschäftigter. Und dazu kommen bessere Arbeitsbedingungen, kürzere Arbeitszeiten, längere Urlaubsansprüche und. Tarifverträge schützen. Umso bedenklicher die Erosion des Tarifsystems, die wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben. Lag die Tarifbindung der Beschäftigten im Westen noch Anfang der 90er Jahre bei rund 80%, ist sie dort heute auf 59% gefallen und im Osten auf nur noch 46%. Damit einher geht eine deutliche Verschiebung des Kräfteverhältnisses zugunsten der Arbeitgeber und eine Verschlechterung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen für die Beschäftigten mit Begleiteffekten wie der Abwanderung qualifizierter und junger Arbeitskräfte aus den neuen in Richtung der alten Bundesländer. Stärkung der Tarifbindung, das hat Priorität für alle DGB-Gewerkschaften, was zu der Frage führt, wie das angegangen werden soll. Nun aus meiner Sicht sowohl von unten als von oben. Von unten, indem wir gewerkschaftlich organisieren und deutlich machen, worin der Sinn gewerkschaftliche Organisation besteht, gemeinsam mehr erreichen zu können als jede und jeder für sich alleine. Dazu Gewerkschaft. Gewerkschaftlich zu organisieren, das ist die Voraussetzung, um überhaupt Konflikte um Tarifbindung mit Aussicht auf Erfolg aufnehmen zu können, sei es um Arbeitgeber an Tarifflucht zu hindern, sei es um tariflose Unternehmen zu Tarifabschlüssen zu bewegen. Und ich finde, es ist insofern ein richtig gutes Signal, dass ich heute hier Gewerkschaftsgrün in Brandenburg konstituiert hat und ich wünsche euch bei eurer Arbeit wirklich ganz, ganz viel Erfolg. Und das gilt es von oben zu unterstützen durch politisches Handeln. Dabei kommt der Auftragsvergabe der öffentlichen Hand hier in Brandenburg mit jährlichen Aufträgen von Land und Kommunen in Höhe von mehr als 3 Milliarden Euro eine strategische Bedeutung zu. Und deshalb bin ich sehr froh, dass sich die Grüne Partei in dieser Angelegenheit so eindeutig positioniert. Wir wollen, schreibt ihr im Wahlprogramm, das Brandenburger Vergaberecht ändern. Außer der Einhaltung von Tarifbindung bei allen beauftragten Unternehmen sollen künftig auch Nachhaltigkeitskriterien für die zu beschaffenden Produkte verbindlich vorgeschrieben werden. Zitat Ende. Das ist wirklich gut, ökologisch und sozial. Keine Vergabe öffentlicher Aufträge an Unternehmen mehr, die nicht tarifgebunden sind. Oder wie es die saarländische Landesregierung jetzt gesetzlich festlegen will, keine Aufträge mehr an Unternehmen, die nicht den repräsentativen Tarifvertrag der jeweiligen Branche anwenden. Mit dem Saarland wäre Brandenburg damit ein Vorreiter für die Wirkung und Stärkung der Tarifbindung. Ergänzt um das Nachhaltigkeitskriterium. Ökologisch und sozial. Umwelt und Gerechtigkeit, das sind keine Gegensätze. Das gehört zusammen, ja, bedingt einander. Und ich wünsche euch und uns dafür ganz viel Erfolg und gutes Gelingen, liebe Freundinnen und Freunde. Bleibt die Weltoffenheit, das Eintreten für Demokratie und Beteiligung, bleibt das Engagement gegen Hass, Hetze und Menschenverachtung, bleibt die klare Kante gegen die AfD. Die gibt der Wahl vor,
das man im Osten jetzt zu Ende bringen müsse, was 1989 mit der friedlichen Revolution auf den Weg gebracht wurde. Vollende die Wende, lautet einer ihrer Slogans, werde Bürgerrechtler ein anderer. Bizarr, wenn man daran denkt, wie wenig die AfD mit diesem Erbe zu tun hat, schon biografisch. Zeit hat sich gebrochen, in der AfD Ostdeutschland voll fertig aus. Mit dem Buch im Osten, das auf dem Ding und am Neubrand. Bei mir heide das AfD. Zitat, es fühlt sich schon wieder an, so wie 1989, sagte Höcke, zum Wahlkampfauftrag in Cottbus. Und weiter, dafür haben wir nicht die friedliche Revolution gemacht. Beim Wahlkampfauftrag der AfD in Sachsen und der Abgeordnete Ilse Mutig, die noch auf Straße ging, geht Ilse, kommt aus Hoyerswerda, Zauberpolist. Liebe Freunde, bitte Glocke an. Und überhaupt, wohin will die AfD die Gesellschaft eigentlich gewendet wissen? Sieht man sich an, wofür die programmatisch stehen, stößt man auf eine Parteispitze, die sich dafür erwärmt, die gesetzliche Rentenversicherung ebenso abzuschaffen wie die Arbeitslosenversicherung. Wer meine Vorsorge treffen zu müssen, könne sich ja privat versichern. Und ja, die Erbschaftssteuer, die will man gleich auch noch abschaffen. Das Jahr lohnt ein Kass, wenn man Steuern soll. Das sind radikale Liberale. Und jetzt zur Europawahl. Da hat die AfD auf ihrem Parteitag beschlossen, dass Deutschland aus dem Euro aussteigen und wieder zur D-Mark zurückkehren müsse. Ja und Tag, weil mit zusammen schwächeren Volkswirtschaften für die deutschen Exporte währungstechnisch wie eine interne Abwertung wirkt. Was im Umkehrschluss nichts anderes heißt, als dass mit einer Rückkehr zur nationalen Währung eine D-Mark gegenüber dem Euro massiv aufgewertet und deutsche Exporte massiv verteuert würden. So wie das der Fall in der DDR war, als die D-Mark eingeführt und der ostdeutschen Wirtschaft anschließend die Exportmärkte wegbrachen, weil sie ostdeutsche Produkte schlagartig verteuerten. Ein Aufwertungsschock, der wichtige Teil der DDR-Wirtschaft die Konkurrenzfähigkeit kostete. Dies, liebe Freundinnen und Freunde, den Marsch in die Wirtschaftskrise zum Parteiprogramm für die Bundesrepublik zu erheben, so wie die AfD das jetzt tut, das ist nicht nur strunzdumm. Das ist gefährlich, gemeingefährlich aus Ahnungslosigkeit. Und ich sage das nicht nur hier, ich sage das seit Monaten, dass das strunzdumm ist und gemeingefährlich aus Ahnungslosigkeit. Mit den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Lande und ebenso mit den Interessen der Wirtschaft hat das nicht das Geringste zu tun. Und abschließend, Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Freunde, sicher, mit ihrem Schwachsinn steht die AfD in Europa gegenwärtig nicht alleine. Da gibt es die Straches, die Le Pens, die Brexiteers. Nur, was die für ein Chaos und für einen Schaden anrichten, das kann man ja täglich besichtigen, wenn man nach Großbritannien schaut. Ein Zurück in die nationale Beschränktheit ist das Letzte, was wir heute brauchen. In Zeiten von Klimakrise, internationalen Finanzkrisen, Terrorismus, Handelskonflikten, Flüchtlingsbewegungen baut es stattdessen ein Mehr an Miteinander, ein Mehr an Zusammenarbeit. Weltoffenheit. Weltoffenheit, eben das, wofür insbesondere die Grünen in diesem Lande stehen. Und deshalb wünsche ich euch für die kommenden Wochen ganz viel Erfolg. Ökologisch, sozial, weltoffen, genau so. Und dann nach der Wahl die Kraft, den Willen und die Entschlossenheit, all das in Regierungshandeln umzusetzen. Ich bedanke euch für eure Aufmerksamkeit.